Ja, meine Damen und Herren, lieber Kollege Schneider, der Beitrag eben hat den Widerspruch nicht auflösen können. Zwischen der Beschlusslage des SPD-Landesvorstandes, Erklärung des SPD-Fraktionsvorsitzenden gegenüber der Presse, dass man das alles unterstütze, und kurz vor Toresschluss, nach anderthalb Jahren, kommen euch auf einmal rechtliche Bedenken. Liebe Leute, das ist absurd und das ist eine faule Ausrede. Das ist nicht nachvollziehbar. So, und jetzt zur Sache. Der Gesetzentwurf des Energietisches hat eine Regelungslücke, nämlich dass er nicht regelt, wo und wie die Gesellschafterfunktion wahrgenommen wird. Das ist eine Ergänzung, die man einfügen kann. Das ist nicht im Widerspruch zu dem Gesetzentwurf. Und das wäre auch nicht das Problem. So, man könnte es also tun. Insofern, wir wären ja vor der Situation sein, wenn sich die Prognose des SPD-Landesvorsitzenden durchsetzt, die ich teile, dass am Ende der Volksentscheid erfolgreich ist, dann haben wir ein Gesetz, das durch Volksgesetzgebung in Kraft gesetzt worden ist, wo die Gesellschafterfrage nicht geregelt ist. Und deshalb werden wir sie dann regeln müssen. So, und warum, frage ich, verbiegt ihr euch dann so, dass ihr jetzt zu einem Nein aufruft, wenn ihr die Aufgabe so und so lösen müsst anschließend? So, und dann komme ich zu dem Punkt mit den Abgeordneten. Also Abgeordnete sitzen in der Regel in keinem Aufsichtsrat, jedenfalls in keinem Aufsichtsrat der Anstalt öffentlichen Rechts. Und ich finde das richtig, dass dem so ist, weil die Abgeordneten ihre Unabhängigkeit von den Unternehmensgremien haben müssen, um ihre parlamentarischen Kontrollpflichten ausüben zu können und um die Unabhängigkeit zu haben. Das hat was zu tun mit der Trennung zwischen Exekutive und Legislative. Wer will, dass Abgeordnete in den Aufsichtsgremien in den Unternehmen sind und dann anschließend diese Unternehmen über das Parlament kontrollieren müssen, der schwächt das Parlament, anstatt es zu stärken. Und deshalb finde ich das richtig, was im Energietisch hier an dieser Stelle formuliert hat. Vielen Dank. Sie möchten antworten, Herr Schneider. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, ich habe überhaupt keine politischen Einwände, dass Abgeordnete nicht in Aufsichtsräten sitzen. Ich habe ein Problem damit, dass man mir das von Gesetzes wegen verbietet. Denn ich fühle mich als Bürger gleichberechtigt mit jedem anderen. Und die Begründung, meine Damen und Herren, die Begründung dafür, dass Abgeordnete nicht Mitglied eines Aufsichtsrates von Gesetzes wegen sein dürfen, die ist ja nun völlig, völlig abstrus. Man hat Angst vor Majorisierung, es handelt sich aber um eine Wahl. Wenn also vor Mehrheiten durch Wahlen von Gesetzes wegen eben ab, dann können wir ja auch die CDU sozusagen unwählbar erklären, dann haben wir ein Problem bei der Bundestagswahl weniger. Ja, das ist Ihr Weg. Da haben wir aber ein anderes demokratisches Verständnis, meine Damen und Herren. Wir stehen lieber im Wettbewerb mit der CDU. Und zu dem anderen Punkt. Das, was wir erleben, es ist ja nicht nur so, dass uns die fehlende Senatskontrolle stört. Da habe ich jetzt Erstaunliches von Ihnen gehört, dass Sie nämlich bereit sind, da nachzusteuern. In der Tat ist das aber ein zentraler Punkt. Zumindest haben wir ja insoweit Konsens. Das ist also für mich sehr überraschender Konsens. Das habe ich noch nie von gehört. Obwohl unser Gesetzgebungsvorhaben seit Dezember 2012, ich habe bisher nur Nein von Ihnen gehört. Jedenfalls kein Konsens, kein Angebot in diese Richtung. Das, was in diesem Volksbegehren steht, sind zwei Dinge. Lasst uns ein Stadtwerk gründen, da haben wir überhaupt kein Problem miteinander, da sind wir inhaltlich völlig derselben Meinung. Und lasst uns eine Netzgesellschaft gründen. Meine Damen und Herren, die zentrale Frage, die Sie nicht beantworten werden heute und die ich auch bis zum 3. November mit Sicherheit nicht beantwortet werden kann, erfahren werde vom Vorhabenträger. Weshalb sollte die Berliner Bevölkerung eine Netzgesellschaft gründen, die sich am Verfahren um die Netze überhaupt nicht beteiligen kann? Das ist doch die zentrale Frage, und das wird die Presse für sich auch noch beantworten müssen. Vielen Dank.